Möchte man sein Plug-in-Hybrid an einer Haushaltssteckdose laden, benötigt man das passende Ladekabel dazu. Dieses gibt es kostenlos in einer Länge von 5 Metern dazu. Für ein 8-Meter-Kabel fallen 83,30 Euro weitere Kosten an. Beide Kabel haben an der einen Seite einen Anschluss für eine Haushaltssteckdose und an der anderen einen für den Wechselstromanschluss am Fahrzeug. Das Ladegerät bzw. Kabel sollte zuerst in die Haushaltssteckdose gesteckt werden. Dann gehen alle Kontrollleuchten am Gerät an und dann leuchten nur noch diese, die den derzeitigen Zustand anzeigen. Jetzt kann das Kabel am Fahrzeug angeschlossen werden. Hierfür muss zuerst die Ladeklappe geöffnet werden, wofür man das Fahrzeug nicht erst aufzuschließen braucht, da diese eine serienmäßige Schlüssellos-Öffnen-Funktion beinhaltet. Ist der Fahrzeugschlüssel aber nicht in der Nähe und das Fahrzeug ist verriegelt, dann geht die Klappe auch nicht auf. Danach muss nur der obere Deckel geöffnet werden. Hier kann das Kabel jetzt problemlos eingesteckt werden. Dann wird der Anschluss verriegelt, damit man den Stecker nicht mehr herausziehen kann, und dann wird der Ladevorgang gestartet, was durch ein grünes Aufleuchten signalisiert wird. Im Kombi-Instrument wird nach dem Starten des Ladevorgangs der Ladestatus angezeigt. Außerdem sieht man die Ladeleistung in Kilowatt, die bei Haushaltssteckdosen meist bei ca. 2,3 kW liegt. Mit dieser Ladeleistung dauert es bei den Kompaktwagen von 0 auf 100% ca. 5,5 Stunden, bei E-Klasse und GLC 5 Stunden und beim GLE ca. 11,5 Stunden. Hier sieht man auch den Ladezustand der Batterie sowie die Zeit, wann sie vollgeladen ist. Aktiviert man die Vorklimatisierung, wird dies ebenfalls angezeigt. Es empfiehlt sich, diese während dem Laden zu aktivieren, um keine oder nur wenig Reichweite zu verlieren. Allerdings dauert das Laden an der Haushaltssteckdose dann circa eine Stunde länger. Mit dem Propeller wird angezeigt, ob geheizt oder gekühlt wird, was von der eingestellten Temperatur und der Außentemperatur abhängt. Im Energiefluss wird ebenfalls der Ladezustand angezeigt, ob das Kabel nur gesteckt ist oder ob schon geladen wird. Möchte man den Ladevorgang beenden, muss man den Entriegelungsknopf neben dem Ladeanschluss drücken. Entriegelt wird auch nur, wenn das Fahrzeug entriegelt ist oder der Schlüssel sich in der Nähe befindet. Dann kann das Kabel abgezogen und die Klappe geschlossen werden. Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, sollte das Kabel jetzt auch aus der Haushaltssteckdose gezogen werden.